Hallihallo, liebe Radsportfreunde, und herzlich willkommen zu den heutigen Highlights von Paris-Roubaix. Mehr als 900 Tage mussten wir warten, bis wir dieses Spektakel hier wieder erleben durften. Und am Start in Compiègne, da war man nervös, denn die Bedingungen in diesem Jahr, sie sind alles andere als entspannt. Es regnete und das tat es auch schon in den letzten Tagen. Und das bedeutet, dass dieses Rennen, das ja auch den zweiten Namen Hölle des Nordens trägt, ganz, ganz besonders schwere Bedingungen mit sich bringen wird. Es sind 30 Kopfsteinpflastersektoren, die hier in diesem Jahr überfahren werden müssen. Und insgesamt kommt man so auf 55 Kilometer auf unbefestigten Wegen, während der 257 Kilometer auf dem diesjährigen Weg von Compiègne in das Velodrom von Roubaix. Dann ging es los, der Regen war immer noch am Start und Christian Prudhomme, er wehte mit der Startflagge. Es dauerte eine Weile und dann setzten sich 31 Rennfahrer vom Feld ab. Die Gruppe war stark besetzt und Gianni Moscon himself war es dann, der diese erste Gruppe auf den ersten richtig schweren Sektor 150 Kilometer vor dem Ziel führte. Ja, und wie schwer und wie wirklich episch diese Bedingungen in diesem Jahr waren, das zeigen uns jetzt diese Bilder. Man kann ja eigentlich nicht mehr von einem Straßenrennen sprechen. Hier war also wirklich nur noch Überleben angesagt. Aus dieser großen Gruppe konnten sich dann vorne Florian Vermeersch, Luke Rowe, Nils Eckhoff und Max Walscheid absetzen. Sie hatten dann auch einen leichten Vorsprung. Und für Peter Sagan, den einstigen Sieger dieses Rennens, gab es bereits 135 Kilometer vor dem Ziel einen Sturz. Er konnte aber weiterfahren und auch weitere Rennfahrer hatten heute ihre Probleme. Unter anderem auch Max Walscheid ging hier zu Boden, aber das sollte auch nicht sein letzter Sturz gewesen sein. 95 Kilometer vor dem Ziel geht es dann auf den Wald von Arenberg. Das ist ja einer dieser ganz berühmten Sektoren. Florian Vermeersch und Nils Eckhoff waren die beiden Führenden zu diesem Zeitpunkt und wir sahen gerade, auch Wout van Aert konnte gerade so einen Sturz vermeiden auf diesem Sektor, er konnte aber nochmal weiterfahren, musste sich dann kurz in die Verfolgung begeben und konnte dann wieder aufschließen. Hinter der großen Spitzengruppe, die nun auch auseinandergefallen war, gab es aber jetzt auch Bewegung. Unter anderem Sonny Colbrelli hatte angetreten, der Europameister machte sich jetzt also auf den Weg nach vorne. Und hinter ihm, da hatte auch Mathieu van der Poel, einer der ganz, ganz großen Favoriten für den heutigen Tag, seine Beine in Bewegung gebracht. Er konnte zu der Gruppe um Sonny Colbrelli aufschließen. Und nun haben wir eine richtig starke Verfolgergruppe, 66 Kilometer vor dem Ziel. Unter anderem mit dabei auch Boivin, Plankert und Sweeney. Und diese Gruppe macht sich dann also nun auf die Reise nach ganz, ganz vorne und man holt hier immer mehr Fahrer ein, die aus dieser ersten Gruppe zurückgefallen waren. Weitere Stürze, Max Walscheid geht noch einmal zu Boden und auch Greg van Avermaet sehen wir hier auf dem Boden der Tatsachen. Und ganz, ganz vorne ist nun aber Gianni Moscon, der war einfach weitergefahren übers Pflaster und war allen Schikanen, allen Problemen aus dem Weg gegangen. Er kann schnell seinen Vorsprung ausbauen und hat dann bald über eine Minute Vorsprung auf die nächste Gruppe. Der Italiener für das Team Ineos Grenadier also heute mit extrem guten Beinen. Sein Vorsprung bald bei knapp 1,30 und von hinten, da geht es noch einmal die Post ab. Mathieu van der Poel versucht auch noch einmal zu attackieren, kann die Lücke zu Gianni Moscon an der Spitze aber nicht schließen. Und der Italiener, der war noch richtig gut unterwegs, bekommt dann aber knapp 30 Kilometer vor dem Ziel einen Hinterrad-Effekt. Er wechselt das Rad und nun könnte man denken, danach könnte es vielleicht sogar besser bei ihm laufen, denn die Cross-Rennfahrer, die wechseln ja auch ihre Maschinen, um wieder den vollen Funktionsumfang zu nutzen. Aber ganz im Gegenteil, er bekommt immer mehr Probleme, stürzt zunächst, verliert dann noch mehr Zeit, hat noch knapp 21 Sekunden Vorsprung und auf den Pflastersteinen, da sieht man es richtig, das Rad scheint einen anderen Luftdruck gehabt zu haben. Er springt von Pflasterstein zu Pflasterstein und wird dann 16 Kilometer vor dem Ziel auf dem berühmten Carrefour de l'Arbre von der ersten Verfolgergruppe um Colbrelli, Van der Poel und Vermeersch eingeholt. Colbrelli geht dabei auch direkt in die Attacke. Dadurch kann Moscon nicht mehr mithalten, aber Van der Poel und Vermeersch können dem Italiener, dem Europameister folgen. Nun haben wir drei Mann an der Spitze und das Besondere an dieser Spitzengruppe ist, alle drei fahren wirklich zum ersten Mal dieses Rennen hier in der Hölle des Nordens. Man spricht ja immer von Erfahrung, aber sie sind ja alle wirklich komplette Newcomer. Sie kommen dann auch zu dritt in das Velodrom von Roubaix und nun war die ganz große Frage, wer gewinnt? Ist es der Topfavorit? Ist es Mathieu van der Poel? Ist es der Europameister Sonny Colbrelli? Oder kann vielleicht Florian Vermeersch, der junge Belgier, den beiden hier ein Schnippchen schlagen? Er eröffnet auch den Sprint. Sie überholen dann noch Moscon, der noch eine Runde zu fahren hat. Und Sonny Colbrelli, der Italiener, hat am Ende noch die besten Beine. Er gewinnt diese epische Auflage von Paris-Roubaix. Vermeersch ärgert sich, er haut auf den Lenker. Und diese Bilder hier, die lassen wir einfach mal wirken. Ha ha ha!
Sonny Colbrelli also am Ziel seiner Träume. Er gewinnt Paris-Roubaix. Die Emotionen, sie sprudeln nur so. Und auch bei Mathieu van der Poel, da sind die Emotionen natürlich ganz, ganz groß. Das ist nochmal die Jubelgeste vom Europameister Sonny Colbrelli, also auf seiner Merida-Maschine. Heute der schnellste Mann auf den Pflastersteinen von Paris-Roubaix. Er gewinnt vor Vermeersch und Van der Poel, dann Moscon, Lampert, Laporte, Van Aert, Van Asbroek, Boivin, Hausler und nicht gezeigt, aber trotzdem richtig stark. Jonas Rutsch wird 11. und Max Walscheid kommt hier auf Platz 12. Die beiden Deutschen also auch mit einer richtig starken Performance. Und das ist die Trophäe, die es hier gibt bei diesem Rennen. Ein riesengroßer und extrem schwerer Pflasterstein ist die Trophäe für den Sieger. Nun könnte man sagen, was soll denn das? Aber sie steht natürlich sinnbildlich für die Schmerzen, die man hier nach diesem Rennen und über diese Pflastersteine mit sich herumträgt. Es tut alles weh, die Hände, der Rücken, der Hintern und natürlich auch die Beine. Die gute Nachricht des Tages ist, wir müssen jetzt keine 900 Tage mehr warten, bis es wieder losgeht. Nächstes Jahr im April sehen wir uns hier wieder.